Es ist der letzte Tag des Jahres und das heißt damit auch die letzte Möglichkeit, sich richtig schön verblödeten Content reinzuziehen. Ein paar von euch erinnern sich noch an ihn. Heute geht es wieder um keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich bekomme da halben Schlaganfall beim Reden. Und ja, genau, das ist der Typ, beziehungsweise das kleine Kind, was einfach Feueralarme auslöst. Sachen von Leuten klaut, wegschmeißt und tausend andere gottlose und nervige Dinge tut. Bleibt unbedingt bis zum Ende, denn ich habe wieder unglaublich ehrenlose und weirde Sachen von ihm gefunden. Ey, lass den armen Mann doch in Ruhe schlafen. Guckt mal, genau das meine ich. Dieses Kind machte sich zur Lebensaufgabe, einfach andere Leute abzuf***en. Umso mehr, umso besser. You okay? You video me or what? You think that funny? No, I'm sorry. You have a good day. It was just a prank. You go back to sleep, alright, Pipsqueak? Der hat gar keinen Bock mehr. Der ist direkt wieder schlafen gegangen. Ja, das kann man auch machen, damit er geht. Oder mein Favorit ist es ja eher so wie er hier zu reagieren. Und guys, we're gonna be doing the fake Best Buy employee prank. You man? Zooming on his. Was ein Savage. Der zeigt dir direkt, yo, nicht mit mir, ihr kleinen Pisse. Ich hätte das gleiche getan, wäre ich an seiner Stelle. So geht man mit kleinen Kindern um, die nur nerven wollen. Und jetzt gehen wir auch schon in die ehrenlose Phase rein. Denn jetzt tut er wieder das, was er am besten kann. Und zwar abf***en. Mama. What the f***? Ist das dein Ernst? Bah, Alter, wieso? Wieso leckst du die Sachen von Fremden an, die sie kaufen wollen? Ich weiß, das ist gottlos, aber dieser Typ hier gibt mir diese Discord-Moderator-Vibes. Sorry, ich weiß, das ist böse, aber die Ähnlichkeit ist einfach zu heftig. It tastes weird, bro. Listen, kids, your internet is annoying. Der Arme ist schon komplett mitgenommen vom Leben. Und jetzt kommt auch noch so ein kleiner Sch*** beim Einkaufen, der ihn dort auch schon das Leben zur Hölle macht. Oder der kann nirgendwo seine Ruhe haben. Der hat das Leben so satt gerade. I suggest you not do it to the wrong person. Okay, sorry, bro. No, don't know if fist bump. Okay. You're in Chicago. Yeah, I know. I thought we were in Norwich still. No, you're in Chicago. I'm sorry, dude. You have a blessed day, right? Yeah, now get your fuck. Oha, oha, der fängt Beef mit so einem 14-Jährigen an. Ich komme nicht drauf klar auf diesen Discord-Moderator. Wieso sieht das so klischeehaft aus? Und dann wird er auch noch geprankt. Der hat das angeleckte Ding auch wieder in die Hand genommen. Ich hätte darauf bestanden, dass der Hosenschaft mir ein neues davon holt. Geh mir mal weg mit deinen Bakterien. Ha, 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 was ein lustiger Prank. Oh Mann, ich lach mich schlapp. No, no, no. Grab another one. I don't want to touch it. No. You want it? No. Bro, das ist einfach nur ekelhaft, Mann. Die armen Leute. Hey kids, we're not doing that. I'm gonna ask you to leave. Why? You leave or I'm gonna call the cops. This is your one chance. Who? No cameras. Sir, I'm sorry that you're bald, but... Okay, I'm calling cops. Also, where's the package you were looking? What package? This call. We don't have time for this. Alright, sir, we're leaving. Yeah, this bald guy's kicking me out. You guys can't come in here. Und jetzt macht er ihn noch an wegen seiner Glatze, Digga. Kinder sind wirklich bösartige Menschen. Vor allem noch welche, die alles für Klicks machen. Der Arme da hat bestimmt seit so vielen Jahren zu kämpfen wegen Haarausfall. Die Hairline ist komplett weg und will dann einfach nur seinen Job machen. Und das Erste, was passiert ist, dass ihn so ein kleiner Junge frontet wegen seiner Glatze. Yeah, this bald guy's kicking me out. You guys can't come in here. Die Welt ist so gemein, ne? That's not cute. Auch noch die Granny. Der hat nicht mal Respekt vor Omas. Es wird immer schlimmer. And you're filming him. It's not funny. You're not funny. And neither are you. Who's the manager? Genau das ist der Grund, wieso alte Leute alle Kinder heutzutage hassen wie die Pest. What are you doing? Okay, go get me another one. Go get me another one. I was fixing it for That's you. That's gross. Go get me another Why? One. Wie, warum? Du hast das Ding gerade gelutscht, als hättest du Gefühle dafür. Natürlich musst du jetzt ein neues holen. Aber so wie ich kenne, hat er das natürlich nicht gemacht. What happened? Guys, you got me. No, no, don't. Come on, please don't make us leave.
einfach ohne Sinn. Was ist der Sinn, die aus dem Korb zu nehmen und auf den Boden zu legen? Geiler Prank, Mann. Ha, ha, ha. Aber alles gut. Alles gut. Das war noch nicht alles, was er zu bieten hat. Wie könnte man denn noch am besten die Leute oder Mitarbeiter in einem Baumarkt nerven? Okay, chill. Chill, Junge. Der hat die Soundbarriere schon durchbrochen. Und wer sitzt eigentlich daneben? So, als wäre das ein gängiges Ding, dass man einfach mal die Toilettenprobe sitzt. Der Mitarbeiter hier hatte auch null Bock, sich jetzt so einen Müll zu geben. Dafür werde ich nicht bezahlt. Naja, zum Glück hat unser kleiner Bray hier noch ein paar mehr lustige Ideen im Petto, um Leute zu demütigen. Miss, today we're gonna be farting on people. Der wurde einfach angefurzt und feiert das. So basically you're gonna get on your knee like this, just all you have to do. Okay. Ready? Can I touch your head? Do I have permission? You little mother. Oh wait, no, I'm sorry. Was ist das schon wieder? Wieso? Wieso furzt man Leuten ins Gesicht? Stellt euch mal vor, das wäre real und würde euch passieren. Ich würde den laufenden Meter mit so Schleudergang durch die Einkaufsläden hauen. Do you wanna sniff it? No, get this down. Do you wanna sniff it? No. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Der Typ sieht so aus, als würde er ihn auch auf die Fresse hauen, wenn er nicht gerade 14 wäre. Das ist halt wirklich OP an ihm. Er kann einfach alles abziehen. Er kann Leute so richtig abfucken, er kann Leute anfurzen, ihre Sachen anlecken, einfach alles machen. Aber ihm wird nichts passieren, weil er ein kleiner Butschi ist. Niemand kann ihm was. Was willst du tun, hä? I have to show you something. Yeah? Excuse me, you don't have my consent to record. Excuse me, sir. Hi, would you please stop recording? Excuse me, are you guys here alone? Is there a manager here? They don't have my consent to record. I don't know what's going on here. He's farting, he's walking around farting, but this gentleman who? Is recording. What's going on? Please stop. I'm asking you very nicely to please stop, sir. Excuse me, please. Er versucht es noch mit Freundlichkeit. Ey, der Arme. Der Arme denkt wirklich, wenn er nett zu denen ist, dass sie ihn in Ruhe lassen und das Videomaterial löschen. Ja, ja, safe, Bro. Excuse me, sir. Excuse me. Reicht, Bro. Du kannst jetzt normal reden. Beleidige die. Das wird jetzt alles nichts mehr bringen. Das ist echt gottlos, Mann. Excuse me, sir. Would you like to be a part of our campaign for Feed My Starving Children? It's a school project. You're taking a knee for the starving kids and you're gonna point at the camera with a smile on your face. Okay, yeah, I can do it. Bruder. Wie ekelhaft er auch die Leute immer reinlockt. So schön ein schlechtes Gewissen einreden, falls sie nicht mitmachen wollen. Was will man dann tun? Da kommt ein kleiner Junge, man denkt nichts Schlimmes, der dich einfach fragt, ob du mit in einem Video dabei sein willst für gute Zwecke. Natürlich sagt man da ja. Alright, Pat, let's go. For the better we're angle, we're gonna do. Do I have permission to touch your head? Yeah, yeah, of course. All right. It's soft, don't worry. You guys should really just fucking do that. Get the fuck out of here. Why would you just do that? They're fucking around here. Nummer 1 Grund, um Schutz zu tragen. Sein Hoodie ist einfach Real Talk. Das ist das Beste am Video. Er ist wirklich der lebende Beweis dafür, dass man verhüten sollte. Weil ansonsten kommt sowas dabei rum. Okay, der nächste Prank ist auch wieder ehrenlos. Aber das feier und fühle ich. Das gibt mir so richtige Klassenfahrt-Vibes. We knocked on your door already. Alright, you do that again, I'm gonna go to the front desk, okay? Shut up. Alright, we'll go downstairs. Alright, we'll go downstairs with you. Alright, kitty, can you meow for me? Oh! Oh! Was passiert gerade? Das ist ja mal der absolute Fiebertraum. Er geht runter, sich beschweren und er steht neben ihm im Fahrstuhl. Oh! Junge, ey, das ist wirklich Generation TikTok. Der Typ hier wollte sich ein schönes Wochenende im Hotel machen mit seinem Girl. Und dann kommt random dieses Kind in das Hotel, klopft die ganze Zeit an seine Tür und filmt ihn jetzt noch so im Fahrstuhl. Man sieht im Handybildschirm schon, wie mad er ist. Fuck! Yeah, this guy keeps knocking. Yeah, he's moaning in the elevator, knocking on our doors. Sorry, are you guys all together? No, no. Geile Zensierung. Hat ja super geklappt. Die ist einfach 2 Meter neben seinem Gesicht. Natürlich, nachdem er aus dem ersten Hotel geschmissen wurde, ist das nächste dran. I think we should deliver it. I'm right now at 9.
Okay, das ist schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Das ist wirklich so asozial, dass es echt witzig ist. Der gibt einfach Highkicks gegen jede Tür, die er findet. Danach war richtiges Chaos im Hotel. Wie genial das sein muss, wenn die beiden sich hier gleichzeitig aufgemacht haben. Und die denken, einer hat bei dem anderen geklopft. Einer ist die Snitch hier. Was steckt er jetzt schon wieder in einer Waschmaschine und ist wieder am Kreischen wie ein Baby? You could be a little more polite next time, okay? I look forward to that. He don't work here. You gotta leave. No, I work here. You don't leave. You don't work here. I work. Und woher hat er eigentlich die Uniform bekommen? Seine Pranks bekommen langsam ein Upgrade. Er hat sich einfach die Uniform von dem Laden gesneakt, als wäre er ein Mitarbeiter, damit er nicht auffällt. Miss. Calm your... Miss. Entschuldigung, die Dame. Ich glaube, mein Humor ist echt kaputt. Wieso feiere ich es, wenn er ihn einfach nur mit Miss anspricht? Yo, chill, Bro. Du bist doppelt so groß und auch locker dreimal so alt wie er. Der will ihn einfach schlagen. Your hair, okay? I'm sorry, Daddy. Damn, der ist sauer. Der ist so richtig, richtig sauer. Aber auch verständlich. Wenn mich jemand so nerven würde nach einer harten Schicht, wäre ich auch mies mad. Und naja, wenn ihr nicht später so ein Kind haben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.